So, hallo, heute wollte ich mal kurz das Unboxing zeigen von der Sport-Action-Kamera mit Full HD, 1080p, 170 Grad Weitwinkelobjektiv und mit Zubehör. Da schauen wir mal rein. So, liefert sich in einem braunen Karton, wie man das üblich kennt. Modell ist das VTIN iPro Sportkamera VOD001B. So, dann haben wir einmal die Kamera, einmal das Zubehör und nochmal ein Zubehörpack. So, dann gucken wir uns erstmal die Kamera an. Schön nochmal den Schaumstoff eingepackt. Wasserdichte Gehäuse schon direkt rum. Hinten der 2 Zoll Monitor. Gut, dann gucken wir uns das Zubehör mal an. Einmal eine Klemme. Viele Klemmen für die verschiedenen Halterungen. Für die Fahrradhalterung. Ja, super, schön Stativ. Hier nochmal Knöpfchen, Drehknöpfchen. Und nochmal. So, haben wir schon einiges an Zubehör. Und dann gucken wir nochmal in den letzten Karton. Da haben wir noch einmal die Abdeckung. Ah, okay. Dann haben wir einmal den Akku für die Kamera, 1050 mAh, 2,7 Volt, ja. Dann haben wir noch einen Halter, und dann haben wir hier, ich denke mal, Trageriemen, ja, genau, Trageriemen, das USB-Ladekabel, dann haben wir noch, auch nicht schlecht, also Klemmverbindung, hier unten Zubehör, da weiß ich gar nicht, muss ich nochmal wohl gucken, und noch ein Mikrofasertuch zum Saubermachen, und nochmal die Anleitung dabei. Ja, so, das war's erstmal zum Unboxing. Die Funktion zeige ich euch dann gleich. Ja, hallo, dann zeige ich euch mal die Funktion der Action-Kamera von VTIN und gucken uns einmal das Gehäuse an. Vorne haben wir den Ein- und Ausknopf, hier die Linse, unten das Fach für den Akku. Es werden übrigens zwei Akkus mitgeliefert, also der eine ist schon drin und der zweite ist mit in der Verpackung, ist natürlich super, man hat direkt einen Ersatz dabei. Ja, dann haben wir hier an der Seite einmal den Micro-HDMI-Eingang. Das Kabel wird nicht mitgeliefert, müsst ihr euch selbst besorgen. Hier den SD-Karteneinschub und das Micro-USB, den Micro-USB-Eingang zum Laden der Kamera. Ich habe es getestet, so ungefähr 3-4 Stunden ist die Kamera voll geladen, wenn sie vorher leer wäre. Gut, oben haben wir dann noch den OK-Knopf. Hier den An- und Ausschalter. An der Seite die Tasten, um im Menü hin und her zu gehen, und für die WLAN-Einstellung. Das zeige ich euch gleich auch noch, wie ihr dann auf dem Smartphone das Bild habt. So, dann schalten wir sie mal an. Hier auf der Seite einmal gedrückt halten und startet dann sofort in den Modus. Ins Menü zu kommen. Drückt ihr einfach nochmal hinten immer ganz kurz einmal auf die An- und Aus-Taste hier. Da wechselt er dann das Menü. So, jetzt ist er ins Bildmenü, um Fotos zu machen. Und nochmal drücken, dann könnt ihr euch die Bilder angucken. Also zum Abspielen sozusagen. Und noch einmal drücken, dann kommt ihr in das Einstellungsmenü. Zeige ich euch mal eben die wichtigsten Einstellungen. Also mit Hoch- und Runter-Tasten wechselt ihr im Menü hin und her. Und auswählen dann oben einmal mit OK bestätigen. So, dann gucken wir uns mal die Auflösung an. Das ist jetzt für die Videoauflösung, haben wir 720p mit 30 Bildern pro Sekunde oder 60 Bildern pro Sekunde oder aber 1080 Full HD mit 1920x1080er Auflösung, da sind 30 Bilder pro Sekunde. Natürlich noch eine schlechtere Auflösung einstellen, aber die dann wollen wir ja wahrscheinlich nicht. Dann gucken wir uns mal an, was wir noch haben hier. TV-Out-Mode, Zeitraffer, Aufnahmemodus. Hier Movement Detection, also Bewegungserkennung. Recorder Audio ist natürlich auch noch wichtig, ob ihr mit Ton aufnehmen wollt oder ohne. Dann die Datumsanzeige, ob ihr die haben wollt. Dann haben wir hier die Auflösung für die Bilder. Haben wir 12 Megapixel bis 1,3. Ja, VGA haben wir sogar auch. 640x480er ist die kleinste Auflösung. Und die größte halt 4032x3024. So, also wieder zurück im Menü, nicht vorne drücken, sondern oben auf OK einmal.
So, was haben wir noch? Die Qualität, also wir haben insgesamt 6 Menüseiten, ist schon ordentlich. Schärfe, Weißabgleich, Farbe, ISO-Einstellung, Belichtung, Sprache würde ich natürlich erstmal, wenn ihr das zum ersten Mal anmacht, auf Deutsch stellen. Wenn es nicht so ist, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja, das sind eigentlich so die ganzen Modi. Hier könnt ihr dann noch bei den Wi-Fi-Einstellungen die SSID umändern oder das Passwort ändern. Und ja, das war es eigentlich soweit in den Einstellungen. Dann drückt er einmal wieder hinten und kommt in das Hauptmenü zum Filmen. So, ich habe jetzt auf 720p mal 60. Und gut, wenn ihr jetzt losfilmen wollt und keine Karte drin ist, meldet er sich natürlich. Ist ja kein interner Speicher, also ihr müsst schon eine Micro-SD-Karte einstecken. Und ja, das mache ich jetzt mal. Film dann ein bisschen und zeige euch nochmal ein kurzes Video. Um nochmal die Größe zu sehen, hier mal im Vergleich mit dem Feuerzeug. Also ist wirklich klein, handlich und recht leicht. Ich wiege sie nochmal kurz. Also ohne Gehäuse haben wir 62 Gramm. Das ist natürlich optimal leicht. Okay, dann sage ich mal bis gleich. So, dann zeige ich euch noch kurz, wie ihr das Bild auf euer Smartphone bekommt. Dazu müsst ihr im App Store, also jetzt für Android, für iPhones, iPads gibt es natürlich auch die App, einmal die Final Cam App suchen, installieren, dann startet ihr die. So, dann machen wir die Kamera an. Dann drückt ihr einmal hier oben auf die WLAN-Taste. So, und dann zeigt er euch an die SSID und das Passwort. Passwort ist standardmäßig eingestellt auf 123456. Könnt ihr natürlich dann auch noch beliebig ändern. So, in der App geht ihr dann auf Plus oben, dann sucht ihr alle WLAN-Geräte, die zur Verfügung stehen. Dann sucht ihr euch die Kamera aus, die iPro mit der Zahl unten drunter, klickt das einmal an und oben gebt ihr dann das Passwort ein. Hier ist noch Standardpasswort, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und geht auf Add. Dann versucht er sich mit der Kamera zu verbinden. So, ist connected und dann startet er automatisch in den Kameramodus und ja, dann habt ihr das Kamerabild direkt auf dem Smartphone. Also das funktioniert auch wunderbar. Okay, dann zeige ich euch noch einen kurzen Film gleich, eine Aufnahme von der Kamera. Paar Bilder packe ich noch in die Rezension. Ja, also ich sag mal, ist wirklich eine super Kamera für 58 Euro im Moment mit Aktionscode oder 78 Euro ohne. Ihr habt viel Zubehör dabei, 2 Akkus werden mitgeliefert, wasserdichtes Case ist dabei, mehrere Aufsteckhalterungen für Helm und alles Mögliche. Und in der Bedienungsanleitung auch noch mal kurz zeigen. Da seht ihr wirklich alle Adapter, die dabei sind, schön aufgelistet, wie ihr die anbringt und wofür die auch wirklich sind. Ja gut, das war's von mir. Ich verabschiede mich und bis zur nächsten Rezension. Tschüss.